bin das kleine Rotkäppchen. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa! Papa, du darfst nicht fotografieren. Ups, Verzeihung, Peppa. Mach weiter. Ich besuche meine Großmutter. Oh, du siehst nicht aus wie meine Großmutter. Warum hast du so große Augen? Warum hast du so große Zähne? Du bist nicht meine Großmutter. Du bist der große böse Wolf. Hilfe, zu Hilfe! Doch seht, wer ihr ist, gerade noch rechtzeitig. Pedro der Jäger. Hilfe, zu Hilfe? Gerade noch rechtzeitig, Pedro der Jäger. Pedro ist ein bisschen schüchtern. Pedro, möchtest du, dass ich dich begleite? Ja, bitte. Du bist ein ganz unartiger Wolf. Ich hab dich gerettet, Großmutter. Hurra! Dankeschön. Bravo! 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 Pedro, du warst wirklich gut. Du warst fast genauso gut wie ich. Peppa, was hast du schon Spannendes entdeckt? Nur Bäume und Bäume und noch mehr langweilige Bäume. Peppa, hast du dich auch richtig umgesehen? Hab ich. Ich gucke mich richtig doll um und trotzdem sehe ich nirgendwo... Oh, was ist das? Peppa hat Fußspuren entdeckt. Von wem sind die Fußspuren? Sausia! Oh, Schorsch! Das sind doch keine Dinosaurierspuren! Wir folgen den Fußspuren und gucken, wer sie gemacht hat. Ja! Psst! Wir müssen sehr leise sein, damit wir niemanden erschrecken. Ja, Mama. Schorsch? Psst! Psst! Peppa und Schorsch folgen den Fußspuren. Guckt! Ein kleiner Vogel hat die Fußspuren gemacht. Er ist auf den Baum geflogen. Wo? Hier, Peppa, guck mal durch das Fernglas. Das Fernglas lässt alles größer aussehen. Ich sehe ein Küken. Zwei, drei kleine Küken. Oh, was die wohl gerne essen? Die essen ja Würmer. Das ist ja eklig. Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Guck! Was für winzige Fußspuren. Die Fußspuren stammen von Ameisen. Sie sammeln Blätter zum Essen. Machen Sie sich einen Salat zum Mittag? Ja. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Alle Kinder sind auf dem Spielplatz. Klausi Kleff ist auf dem Karussell mit seinem besten Freund Pedro Pony. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund Linus Löffel. Wippen, wippen. Luzi Locke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Peppa spielt Minigolf, ganz alleine. Da kommt Emily Elefant. Darf ich auch mal spielen? Ja! Emily, Luzi Locke ist nicht mehr meine beste Freundin. Jetzt kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist doch Molly Mietze. Oh. Miau. Hui. Zoe, wenn du magst, kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist Luisa Löffel. Oh. Hui. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ah, gut. Ich sehe, ihr seid wieder Freundinnen. Wir sind keine Freundinnen. Und wir werden nie wieder Freundinnen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr das klärt. Peppa, entschuldige dich bei Luzi. Aber nur, wenn sie sich entschuldigt. Zuerst. Nur, wenn du dich zuerst entschuldigst. Ich weiß was. Ich zähle bis drei und dann sagt ihr beide gleichzeitig Entschuldigung. Na gut. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Jetzt könnt ihr wieder beste Freundinnen sein. Hurra! Luzi, komm, wir spielen Minigolf. Gute Idee. Peppa und Luzi sind wieder beste Freundinnen. Ich zuerst. Jetzt ich. Mein Ball ist ins Loch gerollt. Gewonnen!
gewonnen. Aber mein Ball hat ihn geschubst. Ich hab gewonnen. Du denkst dir die Regeln einfach aus. Du denkst dir die Regeln aus. Du schummelst. Nein, du schummelst. Ho, 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 ho. Ihr beide seid genau gleich. Deshalb ist Luzi meine beste Freundin auf der ganzen Welt. Und Peppa ist meine beste Freundin auf der ganzen Welt überhaupt. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was ist denn da oben los? Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Hab ihn! Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang! Fang den Ball, Schorsch! Fang, Schorsch! Schorsch, fang! Hier ist der Ball, Schorsch. Oje, Peppa, du sollst Schorsch nicht so ärgern. Entschuldigung, Schorsch. Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen. Oh, ich bin sicher, er schafft es. Tut er eben gar nicht, Papa. Guck. Fang ihn, Schorsch. Hurra! Das ist unfair. Ist es nicht. Ich habe Schorsch nur etwas geholfen. Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa. Wirf her, Schorsch. Fang doch, Schorsch. Peppa spielt gerne Ball. Schorsch spielt auch gerne Ball. Alle spielen gerne Ball. Heute hat Mama Wutz Geburtstag. Papa Wutz bringt Mama Wutz das Frühstück ans Bett. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Peppa und Schorsch haben die Geburtstagskarte gemalt. Herzlichen Glückwunsch, Mami. Oh, was für eine schöne Geburtstagsüberraschung. Und es werden noch Überraschungen folgen. Genieße dein Geburtstagsfrühstück, nimm dir Zeit. Yum, yum. Schnell, wir haben noch viel zu tun. Papa Wutz hat für Mama Wutz einen Geburtstagskuchen gebacken. Jetzt schnell noch die Kerzen drauf. Eins, zwei. Ich komme. Mama Wutz ist mit ihrem Geburtstagsfrühstück fertig. Mama kommt runter. Oh nein, wir sind noch nicht fertig.
Wer ist da? Ich bin's. Kann ich herein? Nein, nein. Ist etwas Geheimes im Gange? Nein. Nichts ist im Gange. Du kannst nur nicht rein. Verstehe. Mama Wutz, mach es dir doch im Wohnzimmer gemütlich. Das klingt gut. Heute ist dein Geburtstag. Schon gut, Pepper. Ich weiß, wo das Wohnzimmer ist. Hier ist was Nettes zu lesen. Dankeschön, Pepper. Und hier noch ein bisschen Musik. Dankeschön, Pepper. Wir brauchen genau die passende Anzahl von Kerzen. 1, 2, 3. Oh je, wir haben nicht annähernd genug. Papa, wie alt wird Mama? Ich flüster es dir ins Ohr. Boah, so alt. Weißt du, ich finde, 3 Kerzen sind genug. Der Geburtstagskuchen für Mama Wutz ist fertig. Hurra! Aber nicht heimlich blinzeln, Mama. 1, 2, 3, öffne die Augen. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Was für eine schöne Überraschung. Blas die Kerzen aus und wünsch dir etwas. Mami, Mami, pack dein Geschenk aus. Weißt du, was es ist? Nein, keinen Schimmer. Sieh schnell nach. Welch ein wunderschönes Kleid. Du bist wunderschön. Nun müssen wir aber auch noch fein ausgehen. Was ist das? 2 Theaterkarten für heute Abend. Dankeschön. Mama Wutz geht sehr gerne ins Theater. Und Oma Wutz und ich passen so lange auf eure lieben Kinderchen auf. Wow! Was für ein super Geburtstag. Ich bin die glücklichste Mama auf der ganzen Welt. Und die allerschönste. Mami, dürfen wir beim Backen helfen? Bitte. Ja, helft mir beim Teig rühren. Zuerst kommt das Mehl in die Schüssel. Oh. Nun kommt das Ei hinzu. Dann die Milch. Und jetzt wird alles verrührt. Mami, kann ich rühren? Ja, natürlich, Pepper. Rühren macht Spaß. Das findet Schorsch auch. Nein, Schorsch, so geht's. Danke, das reicht fürs Erste. Ihr setzt euch an den Tisch und ich backe die Pfannkuchen. Jetzt wendet Mama Wutz den Pfannkuchen. Hurra! Das ging aber noch höher, Mama Wutz. Zeig mir wie, aber mit deinem eigenen Pfannkuchen, Papa Wutz. Der erste Pfannkuchen ist für Schorsch. Mama Wutz träufelt ein bisschen Sirup drauf. Köstlich. Dieser Pfannkuchen ist für Peppa. Hurra! Du könntest höher werfen, Mama Wutz. Zeig mir wie, aber bitte mit deinem eigenen Pfannkuchen. Sirup bitte. Köstlich. Peppa und Schorsch gehorchen gut. Sie schlafen direkt ein. Das verblüfft mich geradezu. Das wird ein schöner, ruhiger Abend. Schorsch, Schorsch, bist du wach? Was für merkwürdige Geräusche. Ich glaube, wir sollten mal nach oben gehen. Oh.
George, seid ihr noch wach? Na, so etwas. Sie schlafen fest. Ach, das waren gar nicht Pepper und George, die den Radau gemacht haben? Im Moment höre ich nichts mehr. Wahrscheinlich sind sie jetzt doch eingeschlafen. Mal sehen, was es im Fernsehen gibt. Früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Pas de Deux. Hoppla! Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Hoho, überlassen wir das Ballett doch lieber Pepper. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Pepper. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so, Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar, die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Yippie! Pepper und George helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. George, ich heb die Stücke auf und du trägst sie dann. Stücke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauch ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Baby Eierleicht. Die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit lebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja, sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt, die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls, er sah gut aus. Wie ich. Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. Fabian. Dinosaurier. Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Oh je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz. Ups, hoppla. Das war doch nur der Dino.
ist da? Schorsch? Ja, wer ist da? Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Du musst die Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die Geheimworte. Papas großer Dickbauch. Genau. Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Papa, komm doch auch zu uns. Sag die Geheimworte. Ja, aber kann ich vielleicht andere Geheimworte haben? Nein. Na gut. Papas großer Dickbauch. Das war richtig. Du kannst reinkommen, Papa. Zieh deine Schuhe aus. Ich glaube, ich passe nicht durch die Tür. Das liegt daran, dass dein Bauch zu dick ist. Ich weiß was. Papa Wutz kann oben rein ins Haus. Jetzt sind Peppa, Schorsch, Mama und Papa Wutz alle zusammen im Baumhaus. Was soll ich zuerst filmen? Film mich! Na gut, Peppa. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Kommt alle her. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal. Na gut. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal. Wir könnten ja auch mal was Neues filmen. Ich weiß was. Papa Wutz geht aus dem Zimmer und wir drehen einen Film für ihn. Hier lang. Papa Wutz muss in der Küche warten, während Mama Wutz, Peppa und Schorsch einen geheimen Film drehen. Nicht lauschen, Papa Wutz. Wir müssen uns alle was ausdenken. Schorsch, willst du als Erster? Seid ihr soweit? Kann ich reinkommen und den Film sehen? Fertig. Du kannst wieder reinkommen. Schorsch hat ein Video gedreht und Peppa auch. Gucken wir den Film von Schorsch zuerst. Sosia! Schorsch tut so, als wäre er ein Dinosaurier. Was für ein furchterregender Dinosaurier. Oh je, Schorsch hat Angst bekommen. Hab keine Angst, Schorsch. Das ist kein richtiger Dinosaurier im Fernsehen. Das bist du. Sausia. Vor dem Schlafengehen putzen Peppa und Schorsch ihre Zähne. Das reicht, genug gebürstet. Ab ins Bett. Oh, ich glaube, unsere Zähne sind noch nicht ganz sauber. Wenn ihr im Bett seid, liest Papa Wutz euch noch eine Geschichte vor. Hurra! Peppa und Schorsch lieben Geschichten. Wenn Peppa ins Bett geht, nimmt sie ihren Teddy immer mit unter die Decke. Wenn Schorsch ins Bett geht, nimmt er seinen Dinosaurier immer mit unter die Decke. Seid ihr jetzt endlich müde? Nein, Papa. Wir brauchen noch ganz viele Geschichten. Papa Wutz liest euch eine Geschichte vor. Also, welches Buch wollt ihr? Das Rote Affenbuch. Na gut, ich lese euch das Rote Affenbuch vor. Peppa und Schorsch lieben das Buch vom Roten Äffchen. Es war einmal... Oh, Verzeihung, Papa Wutz. Es war einmal ein rotes Äffchen. Dieses rote Äffchen nahm ein Bad. Und es putzte seine Zähne. Dann ging es ins Bett.
und schon bald schlief es tief und fest. Gute Nacht, rotes Äffchen. Peppa und Schorsch sind eingeschlafen. Gute Nacht, Peppa und Schorsch. Schlaft schön. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel! Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat auf. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken, wir sind freche Schnecken. Überraschung! Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Ich wünschte, Schorsch wäre so süß wie ein Babyschweinchen. Ich weiß was. Schorsch spielt unser Babyschweinchen. Er kann in meinen Puppenwagen. Das ist eine gute Idee. Nein. Schorsch möchte nicht das Baby sein. Schorsch, wenn du das Baby spielst, verspreche ich für immer und ewig, zu dir lieb zu sein. Schorsch denkt nach. Und du darfst mit meinen Sachen spielen. Schorsch denkt noch mehr nach. Und wenn wir zu Hause sind, darfst du auch mit meinen Sachen spielen. Schorsch ist einverstanden. Was für ein süßes kleines Babyschweinchen. Da sind Luzi Locke, Molly Mietze, Zoe Zebra und Luisa Löffel. Hallo. Was macht Schorsch denn im Puppenwagen? Das ist nicht Schorsch, das ist ein Babyschweinchen. Es ist wohl Schorsch. Schorsch spielt nur unser Babyschweinchen. Ah. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Er ist ein Mädchen. Nein. Schorsch möchte kein Mädchen sein. Na gut, es ist ein Junge. Ich habe hier Kekse. Möchte das Babyschweinchen auch einen? Oh nein, er darf keine Kekse. Schorsch liebt Kekse. Vielleicht bekommt er einen Keks. Oh, es ist ja so klug. Und noch so hübsch dazu. Und auch sehr lustig. Das beste Babyschweinchen überhaupt. Schorsch mag dieses Spiel. Da kommen die anderen mit Baby Alexander. Boah, ein richtig echtes Babyschweinchen. Ist das niedlich. Viel süßer als Schorsch. Oh je. Schorsch war gerne das Babyschweinchen. Oh, Schorsch, du bist doch immer mein Babyschweinchen. Sollen wir ein neues Spiel spielen? Wie wär's mit einer Dinosaurierjagd? Hilfe, wie schrecklich! Schorsch war gerne das Baby, aber am liebsten ist er Schorsch. Haus. Am liebsten wäre ich ein Kaninchen. Au ja, ich bringe euch bei, wie ein Kaninchen zu sein. Ja, bitte. Zuerst muss man mit der Nase schnuppern und quieken. Wie ich. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Sehr gut, Peppa Kaninchen und Schorsch Kaninchen. Peppa ist gern ein Kaninchen. Schorsch ist gern ein Kaninchen. Kaninchen essen Möhren. Wie lecker! Miam, miam, miam. Wie lecker! Schorsch mag keine Möhren. Er wird sie nicht einmal probieren. Oh, fein. Dann haben wir mehr. Luisa, was tun Kaninchen denn noch gern? Kaninchen hüpfen herum. Kommt mit raus, ich zeig's euch.
Wir hüpfen. Kaninchen hüpfen gern. Ihr seid richtig gute Kaninchen. Mittagessen, Kinder. Herr und Frau Löffel haben gekocht. Luisa hat uns gezeigt, wie ein Kaninchen lebt. Dann wird es euch schmecken. Es gibt unsere Leibspeise. Möhren. Wie lecker! Wie lecker! Schorsch wird die Möhren nicht anrühren. Oh je, Schorsch. Ich dachte, du bist ein Kaninchen. Und Kaninchen mögen Möhren. Oh, Schorsch mag ja Möhren. Und das ist unsere Lieblingstorte, Möhrentorte. Hurra! Möhrentorte. Schorsch ist jetzt auch ein richtiges Kaninchen. Thank you.